In Nazareth werden ja schon seit Jahrzehnten Diakoninnen und Diakone ausgebildet. Und seit Herbst 2010 wird das eben an der FHDD, an der Fachhochschule der Diakonie, durchgeführt. Und für eine diakonische Gemeinschaft ist es natürlich wesentlich, die jungen Leute, die die Ausbildung machen, auch zu begleiten. Und damit das möglichst eng passiert, ist das Mentorenprogramm entstanden oder die Idee dazu, sodass jeder Studierende von einem Mentor oder einer Mentorin, die Diakonin oder Diakon der Diakonischen Gemeinschaft Nazareth ist, begleitet wird. Wir erhoffen uns davon, dass alle Seiten profitieren, also die Studierenden natürlich am allermeisten. Sie sollen eng begleitet werden, persönlich wahr und ernst genommen werden mit dem, was sie in dem Studium an Fragen haben, was an Kritik auftaucht, was vielleicht auch diskussionswürdig ist. Und dazu soll Raum sein in so einer relativ vertrauten Zweierbeziehung, die auch über Jahre lang das Studium dann begleiten soll. Aber wir hoffen uns natürlich auch, dass die diakonische Gemeinschaft davon profitiert, dass die jungen Leute sich einbringen mit ihren Fragen, Anregungen, mit ihrem Glauben, mit ihren Ansätzen von sozialer Arbeit. Und dass sowohl individuell, also jeder Mentor, jede Mentorin wird sicherlich davon profitieren, aber auch die Gemeinschaft als Ganzes. Meiner Meinung nach gibt es drei wesentliche Ziele. Das eine ist die Reflexion des Gelernten, was die Studierenden an der FHDD vermittelt bekommen, mit dem Mentor, mit der Mentorin zu reflektieren. Das zweite ist, eine Unterstützung zu bieten in der Rollenidentifikation als Diakonin oder Diakon. Was ist das eigentlich und wie möchte ich das später füllen? Und das dritte ist, mit der Diakonischen Gemeinschaft Nazareth vertraut zu werden. Das heißt, die Strukturen, die Angebote und die Menschen kennenzulernen und zu erleben, dass es ein berufliches und geistliches Netzwerk ist. Das gilt auch für die anderen diakonischen Gemeinschaften, die als Gesellschafter an der Fachhochschule der Diakonie beteiligt sind, wie zum Beispiel die Brüder- und Schwesternschaft des Witte-Kindshofes, deren Mitglieder sich ebenfalls als Mentorinnen und Mentoren zur Verfügung stellen. Im VEDD, dem Verband Evangelischer Diakonengemeinschaften Deutschlands, sind mehr als 20 Gemeinschaften organisiert, die verteilt auf fast alle Bundesländer ein Netzwerk bilden und sich in Bezug auf den sozialen Auftrag der Kirche gegenseitig unterstützen.